Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit Sparta. Ja, also, ja, mit denen müssen wir uns dann rumschlagen. Hier hat Sparta das letzte Runde erobert. Spanien wollen wir immer noch erobern. Rom macht hier ein bisschen Trouble. Und sonst geht's eigentlich. Was ja jetzt noch momentan blöd ist, ist, dass wir Nahrungsmittelknappheit haben. Das heißt, meine Einheiten können nicht regenerieren. Aber naja. Das wird sich nächste Runde auch ändern, weil ich jetzt alles auf Panem et Kansas gemacht habe. Und das heißt, wir bekommen nächste Runde 16 Nahrung plus. Ja, der greift mich jetzt da an. Ja, ist zwar eine hübsche Garnison, die ich da habe. Aber nur einmal pikniere. Ja, nee. Das bringt nichts, wenn ich das spielen würde. Ich muss mich halt jetzt aus Nordafrika ein bisschen zurückziehen und mich auf Ägypten konzentrieren. Damit die... Ich hoffe, ihr nehmt dieses... Nö. Damit die Abtrünnigen so schnell wie möglich passé sind. Was macht Nomi mit ihnen? Ich will sehen. Danke. Leider wird nicht immer alles gezeigt, das ist ein bisschen blöd. Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es an der Zeit. Nee. Nee, du. Dies ist keine unüberlegte Bitte. Ja. Okay, das ist gut. Also, da hatte ich ja Sorge, dass er die Stadt angreift. Das wäre nicht sehr gut gewesen. Das wäre nicht so gut gewesen. So, Verschleiß. Ja. Sehr viele sind gestorben. Unbekannter erlangt all Bekanntheit. Das ist immer sehr schön. So, ein Mitglied eurer Familie hat beträchtliche Schulden angehäuft. Seine Taten haben ihm und der ganzen Familie große Schande gebracht. Ihn enteignen, die Schulden bezahlen. Das Problem ist, also ich habe das letzte Mal, als ich das hatte, ja, habe ich ja die Schulden bezahlt und er ist dann wieder abgerutscht und noch schlimmer als davor. Ich enteigne ihn mal. Also ich weiß nicht, ob ich dadurch dann einen Charakter verliere. Aber ja, mal schauen. Wie alt ist der? 79, ja, okay. Der könnte auch mal heiraten. Der ist 16 Jahre alt. Der wird bald auch eine Armee gründen können. Spartas Mythos. Der will zu Spartas Mythos. Tja, dann. Automatisch die Hälfte ist weg von mir. Das heißt, so. Ja, 900 oder so, sagt er, verliere ich. Ich sag, nö. Ich sage, ich verliere weniger. Ich sage 500. Ja, trocken ist ganz gut. Wir kommen von oben. Er hat sich auch oben aufgestellt. Ich mach mal eine starke linke Flanke. Weil die muss aushalten, bis die rechte Flanke
kommt. So, aber bitte nicht rennen. Einfach spazieren gehen. So. Ein ziemlich steiles Schlachtfeld. Was gut für mich ist. So. Sind es Frauen? Nee, okay. Gut. Weil die Frauen, die machen richtig viel Schaden. Also die weiblichen Steinschleuderer. Habe ich jetzt in dieser Armee jetzt nicht, aber das ist ja auch kein Problem. Das. So, der hat bisschen was gegen meine Idee gehabt, mich so auszubreiten. So, jetzt warte ich noch, bis die ein bisschen weg sind. Und dann hole ich mir die. So, wieder raus bitte. Ihr solltet auch langsam mal rausgehen. So. Der General geht auch außen rum. Den habe ich auch genau dahin geschickt. So, hier passt das gerade sehr gut. Dann räume ich mal hier kurz auf. Hier stelle ich mal mich da auf, wieder schön in die Seite. Was passiert denn hier gerade? So, schön hier rein. Wir erwarten eure Befehle. Ja, Kommandant.
ihr feuert mal schön darauf. So, ihr geht da rein. Das passt auch. Das passt auch. Kavallerie nochmal rein und raus. Raus und rein. Das passt auch. Gut. Die Schlacht wendet sich zu uns. Der wird gerade ein bisschen. Wieso ist er eure Phalanx aus? Mal schauen, wie krass die Friendly Fire machen. 83 habe ich. Okay. Der feindliche General ist tot. Super. Gut. Wie viel wettet ihr, wie viel ich verloren habe? Ich sag 400. Oder 300. Ja, und 200. Nice, 250. Ja. Ja. Passend. Gut, der hat 350 gekillt. Der hat 318. Nicht schlecht. Lass ich mal frei und dann hole ich mir die. Jetzt kann ich aber automatisch machen. So, dann bleibe ich aber hier, dann kann ich noch ein bisschen regenerieren. Du regenerierst hier auch. Das ist nicht so gut. Hier bunkere ich mich noch mal kurz ein. Der braucht noch ein bisschen. Nee, hier. So. Du brauchst 2 Runden. Dann hast du. Genau, hier sind königliche Spartaner, aber hier sind noch die Helden Spartas. Genau. So. Nächste Runde ist Alexandria dran. Und diese Runde ist diese Siedlung dran. Affieren. Ja. 74. Ist das akzeptabel? Ich weiß gerade nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. Ich schau mal gerade. Ah, das ist der Heftige. Okay. Der ist 79. Dann spielen wir die Schlacht. Das hat er sich verdient. Dass wir ihn nicht nur automatisch sterben lassen, sondern wirklich dabei zusehen. So. Das ist eine widerliche Stadt. Die ist äußerst, äußerst widerlich. Die ist abgrundtief hässlich. Okay, aber es ist schön, dass die drei Türme kaputt sind. Sehr schön. So. Ich glaube,
Also hier haben wir nur ein Tor, was ziemlich gut ist. Das ist sogar ziemlich gut. Ich sortiere das mal, weil die beiden werden zum Tor gehen. Und die werden ein bisschen hinterher. So. Ach, das ist eine Einheit, ist einfach nur cool. Das, Also Einheit ist... Unser General wird angegriffen. Willst du mich verquaken? So, durch die Skorpion. Zu Befehl! Wie ihr Befehl! Steinschleuderer! Geschosse warten auf Ziele! Doppelte Geschwindigkeit! Nee, lass mal doppelt weg. So. Ui. Okay, der schießt jetzt auf die. Das ist gut. Dann kannst du ja wieder anziehen. Doppelte Geschwindigkeit. Und das ist sehr schön, dass er jetzt auf den Lagerungsturm geht. Das war knapp. Wieso haben die Fenster offen? Der war noch knapp closer. Ah, okay. Also hier hätte er durchgeschossen zweimal. Aber anscheinend geht das nicht. Gut für mich. Ah, wo ist denn der? Also hier sind ein paar. Der geht raus? Mit Absicht? Steinschleuderer! Feuer! Ist das seine Absicht? Schon, oder? Also Absicht glaube ich nicht, aber es ist halt passiert. Gut. Und gerade nicht ganz so gut. Aber die backen gerade auch ein bisschen. Jetzt sind sie da. Nein, ich wollte nicht alle. Gut. Schneidet sie in Stücke! Speere bereit! Seid ihr dann mal fertig? Vielleicht. Das war der falsche. Mal ein bisschen Moralboost machen. An die Waffen! Zerstückelt sie! Was macht ihr denn da? Hä? Position halten!
vulkanische Piken Maka! Position halten! So, und das ist gerade ganz gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Vater! Der Kämpfer bereit! An die Waffen! So. Jawohl! Obliegend bereit! Der kann den mal aufhalten. Der könnte eigentlich auch mal hochgehen. Der General. Auch runter. Die können eigentlich jetzt auch mal hochgehen. Dann haben sie auch was zu tun. So, vorwärts, vorwärts. Okay, wir gehen jetzt auch mal runter. General! Befehl verstanden! Der Kämpfer bereit! Greift ihre Positionen an! Geht mal da runter. Ich gehe mal da raus. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es wäre schon gut, wenn die rausgehen würden. So, das ist gerade ein bisschen blöd, dass die gerade hier allein sind. Das ist nicht ganz so gut. Kommt jetzt endlich auch mal der Kommandant nach oben. Das ist ja schön. Der geht mal da raus. Der kann noch drin bleiben. Der kann drin bleiben. Der kann drin bleiben. So, die da bleiben einfach hier gechillt stehen. Okay, gut. Dann können jetzt bald auch die Pferde rein. Das ist super. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt gewonnen. Na, ne. Er bleibt natürlich immer da. Das war close für die da. Die wurden auch die ganze Zeit beschossen. Jetzt können die Kavallerie reinkommen.
Geh mal zur Seite hier. Das ist alles Kavallerie. Warum ist die so low? Wahrscheinlich, weil die ganze Zeit beschossen wurde. Ach. Ich stelle mich mal dahin. Stelle ich mich mal so hin und den hole ich mir gleich mit den. Von wem werden die denn beschossen? Achso. Hat sich natürlich wieder gesammelt. Gut, mal schauen. Es ist gut, dass die nicht in den Schussbereich oder also in der Reichweite stehen von den Türmen. Das ist sehr gut. Na gut, ich zieh zurück. Sie stehen in der. Ah, Mann. Na, natürlich sind es Plänkler-Kavalleristen. So. Bisschen vorspulen. Ich kann das nämlich auch. Der feindliche General ist tot. Ja, 500 Verluste. Ja. In Ordnung. Aber die waren schon stark. Haben sehr gute Arbeit geleistet. So. Der General ist natürlich, er hat auch überlebt. Alles super. So, das ist. War alles schön und gut. Ja. So. So, gut. Dich können wir jetzt noch nicht weiter ausbauen. Habe ich hier schon eine Chance? Ja. Mache ich mal automatisch. Das mache ich mal automatisch. Hafen. Baue ich um. Das baue ich um. Okay. Zwei Runden noch braucht der. Der hat diese Runde schon sehr viel gemacht. Was super ist. Da schaue ich mal, ob hier in der Nähe irgendwas ist. Bis auf den Agenten, der mich sicher stören wird. Oh nein, er ist tot. Okay. Gut, dann ist schon wieder 30 Minuten. Alter Schwede. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, ja, einfach in die Kommentare oder donnerstags oder montags beim Stream vorbeischauen. Donnerstags ist eher strategisch und montags ist es eher, ja,
Rollenspiel. Genau. Bis dann. Macht's gut, bye bye.